Ich begrüße euch alle zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt hier. Immer noch in Velen, immer noch in unserer wunderschönen Greifenrüstung. Plötzlich müsste gleich dort vorne erscheinen, da kommt sie ja. Na, komm her, meine Stute. Wir haben beim letzten Mal hier, eine Elfin gerettet und wollen es jetzt aufmachen in Richtung Freiwillige. Einer Nebenaufgabe, die ja unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich bin gespannt, inwiefern das spannend wird. Es ist ja in der Nähe von Ochsenfurt, so viel wissen wir. Und ich bin gespannt, ob das etwas mit einer Meldung für irgendeine Armee zu tun hat. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mich hier festgeritten. So. Ich fürchte, hier müssen wir plötzlich verlassen. Feines Mädchen. Und da waren wir einmal hier rüber. Und da haben wir auch schon unser Zielort gefunden. So, jetzt mal ganz kurz auf der Karte, damit ich auch weiß, wo wir sind. Ah, direkt vor Ochsenfurt selbst. Ah ja, ah ja. Ein Felstroll. Natürlich, was denn auch sonst? Und dein Junge dabei ihnen nicht bei dir für alle er. Bitte, was? Du, Menschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Radovid. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Boote bewachen, sagen Redania, aber kein Holz für Zaun, nur Boote, ja, drum Zaun aus Booten ich mach, Boote bewachen Boote. Er hat also Boote zerstört, um die anderen Boote zu beschützen. Ah ja, und wer war so intelligent und hat dich rekrutiert? Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde, nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Na, lecker. Ja, was heißt denn, du bist gefährlich, wenn du Soldaten frisst? Der arme Felstroll wurde von Radovid einfach nur total missverständlich eingesetzt. Ich würde sagen, es liegt beinahe in der Natur eines Trolls, so zu handeln, wie er es getan hat. Daher,
Ja, in Kriegszeiten, das trifft's nicht genau, aber ich will den auf keinen Fall töten. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch, Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh. Ich bewache Boote. Okay. Ja, warum eigentlich nicht? Ich bring dir Farbe. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Redania Armee vergisst nicht. Denken wie so viel noch nie. Dreiberg Infanterie. Mir fehlen mal wieder die Worte. Das Spiel macht mich sehr, sehr oft sprachlos. Auf meine Augen, das ist aber nicht nett. Natürlich zauber ich. Und ab mit dem Kopf. So. Banditen, also. Finde die Farbe, die der Troll sucht. Ja. Das war wieder eine sehr, sehr paradoxe Aufgabe, oder? Naja. Fort Weißer Adler. Was für eine Bezeichnung. Oh, hier standen mal Ballisten. Auf Ochsenfurt gerichtet. Es gibt hier so unglaublich viel zu entdecken. Versteckter Schatz. Unverschickter Brief mal wieder. Mitgift. Unverschickter Brief. Liebster Paps, die Hochzeit ist vorbei, es ist vollbracht. Es war nicht alles so, wie ich es mir als kleines Mädchen immer gewünscht habe, aber du hast mir so beigebracht, das Beste aus dem zu machen, was ich habe. Wir sind nun auf Reisen, darum werde ich dir diesen Brief zusenden, sobald wir unser Ziel erreicht haben. Ich fange mal mit dem an, was mir bestimmt am meisten auf der Seele brennt, die Finanzen. Wie du sicher schon bemerkt hast, sind aus deiner Geldkassette ein paar Kronen verschwunden. Der Geschirrschrank ist nun ein paar Silberteller leichter und dein Schmuckkästchen ist nicht mehr ganz so voll wie zuletzt. Ich war es. Als mein Mitgift. Zweifellos weniger als du gegeben hättest, wenn ich mir einen würdigen Partner ausgesucht hätte. Aber so spielt das Leben. Kurt oder dieser Taugenichts von einem bettelarmen Faulpelz, wie du ihn nennst, ist nunmehr mein Ehemann. Und die für dich so kostbare Unschuld deiner Tochter, die für dich stets wichtiger war als ihre Gefühle, Tränen oder Bitten, ist, wie soll ich sagen, nur noch eine Erinnerung. Ja, unser Ziel erreicht, natürlich werde ich den Teufel tun, um dir zu schreiben, wo wir sind. Falls du es dir in den Kopf setzen solltest, uns zu besuchen. Wo auch immer es ist, du sollst wissen, dass dein Silber ausreicht, um ein schönes Haus zu bauen. Das ist wichtig, denn ich erwarte ein Kind. Freust du dich? Ich bezweifle es. Du hast immer gesagt, arme Kerle zeugen nichts weiter als Köter und Halunken. Es ist also besser, wenn du diesen hier nicht zu sehen kriegst. Dein kleines Mädchen, Jeanette. Stufe Fragezeichen, wisst ihr?
Höchstens, wenn das Vieh abhauen würde, aber ich glaube, das kreist jetzt die ganze Zeit rum. Nee, da müssen wir da später hin. Tut mir leid. Aber okay, wir könnten theoretisch jetzt schnell... das war nicht so schön. Wir könnten mal ganz, ganz schnell rüber segeln nach Ochsenfurt. Wobei, da können wir rüber schwimmen. Soweit ist das nicht. Und dann können wir uns da um die Farbe kümmern. Die Aufgabe können wir mal eben markieren. Quests. Nebenaufgaben, Nebenquests. Freiwilliger. Naja, ich bin gespannt, was du mit der Farbe vorhat, der gute Troll. Zerstört der Boote, um seine Boote mit Wellen aus Booten zu schützen. Wer sich einfallen lassen hat, einen Troll als Wache einzustellen, ist auch nicht gerade der hellste, um es mal ein bisschen dramatisch zu sagen. So, da sind wir wieder in Ochsenfurt. Ja, hallo. Freut mich, euch alle gesund wiederzusehen. Farbe. Wahrscheinlich nur tagsüber. So, gegen 9 Uhr schätze ich mal. Zam, dankeschön. Ich glaube nicht, dass wir die stehlen sollen. Barden. Ah ja. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Ja, zeig mal her, was du hast. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Ah ja. Farbe. Ich sag da nicht zu. Er hat viel Gold, definitiv. Oh. Stiefel des Erlenvolkes, die sind sehr, sehr gut. Um nicht gerade zu sagen, furchteinflößend gut. Bis dann. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Jetzt zerflattern wir doch schon wieder unsere Rüstung, aber meine Güte. Oh ja, die gefällt mir. Oder die gefallen mir, eher gesagt. Wir könnten doch jetzt hier die Skelligen-Rüstung... Oh, die Schienen, die Beinschienen sind ja schön. Wir ziehen doch jetzt die Skelligen-Rüstungen an. Was soll das denn? Die hat bessere Werte. Und das sollte momentan noch die Hauptrolle spielen. So. Punkt, Ausrufezeichen. Haben wir nirgendwo ein Bötchen stehen? Schade. Das sieht einfach alles so hübsch aus. Mit den Vögeln am Horizont. Die Weitsicht generell. Das ist ein Träumchen. Ein Träumchen, das wahr zu werden scheint. Denn bis jetzt bin ich noch kein Stück enttäuscht. Doch von einer Sache bin ich enttäuscht. Und zwar, später. Nee, später. Das will ich jetzt nicht sagen. Da reden wir später drüber. Hallo, lieber Felstroll. Gefreiter Schiefer. Ja, ich habe etwas Farbe für dich. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen.
Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogelmalen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ja. Wollen wir mal unserem kleinen Fels hier ein bisschen helfen? Oder auch wenn ich nicht wirklich auf Redaniens Seite stehe, wir wollen ihm ja helfen. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Jetzt bin ich gespannt. Schön, Vogel, toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Trinken wie so viel noch nie. Dreiberg Infanterie. Schwinge Schwert. Schema Gwenell, scheinbar ein Schwert. Axtkämpferhandschuhe. Ziegenhaut mal 10. Rehhaut mal 5. Ja, ja. Schön. Quests, ich sag da gar nicht zu. Reiseziel Skellige wäre 16, wir würden nach Novigrad reisen. Verteidiger des Glaubens, die Schreine, die 3 Stück. Auch das könnten wir beinahe machen. Das aber nicht. Schatzsuche. Das auch nicht. Ja gut, dann ist das eigentlich so die letzte Aufgabe, die wir noch machen könnten. Die Schreine säubern. Die Frage ist nur, wo sind die? Da ist einer, da waren wir sowieso noch gar nicht. Da ist einer. Und da oben waren wir auch noch gar nicht. Das trifft sich doch super. Das heißt, wir reisen hierhin nach Condylus. Und von da aus gehen wir erstmal Richtung Norden zum Fragezeichen. Und dann Richtung Süden zum Schrein. Und dann können wir uns aufmachen in Richtung Süden, denn den müssen wir dann sowieso erkunden. Finden dann da auch den letzten Schrein und haben dann die Aufgabe erledigt und können dann langsam aber sicher in Richtung Norden, Richtung Novigrad marschieren. Oh wei. Okay. Hier soll ja irgendwo angeblich dieser Schrein sein. Ich bin gespannt. Moment, wo laufe ich denn hier hin? Nee, ich wollte erst dahin. Ich Idiot, schon wieder vergessen. So schnell habe ich vergessen, dass da noch ein Fragezeichen war. Das darf ja nicht wahr sein. Sprint, 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 Sprint. Ach Gott. Warum nicht noch mehr? Irgendwie sind die den Zustand des Schwertes nicht wert, die Gegner. Okay, da kommen wir nicht durch. Na komm schon. Das war ja mal mehr als lächerlich. Entschuldigung, aber... Was war das denn jetzt? Smaragdstaub, Eisbärenfell, verbesserte Teufelsprovist, Diamantenstaub, Kronen. Oh Mann, wie erbärmlich das war. Kannibalen, ja, ja. Naja. Naja. K.
kann ich mir schon besorgniserregendere Gegner vorstellen als das. Ja, jetzt habe ich die ganzen Knüppel mitgenommen. Aber okay. Ich würde sagen, wir reiten noch ganz schnell in Richtung des Schreins. Schön, dass hier Wasser ist und ich mich wieder festreite. Reit, 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 reit. Ah, hier war das große Kannibalenlager. Ich erinnere mich. Weiter so, Plätze. Dass die gespaltenen Körper hier überall mal unkommentiert. Beweg dich. Weißt du was, Plötze? Es reicht mir. Geh ich lieber alleine weiter. So. Ja, Plötze. Die gute Stute. Mit Plötze sollte man wirklich am besten nur auf Wegen laufen. Dann erspart man sich auch so blöde Kanten und Ecken wieder gerade. Uah. Einmal rüber da, Geralt. Ah, die Spielwelt ist schon riesig, oder? Und wie gesagt, das hier ist nur in Anführungszeichen wählen. Es gibt auch noch ganz Skellige. Aua. Oh Mann. Okay, aber Endriagen sind auch nicht mehr so stark. Dann wollen wir uns wieder hinstellen. Das war wohl Nummer 2 von 3. So, was sagt denn die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, dass wir hier noch ganz, ganz viel haben. Da angefangen. Und ich würde sagen, all das gibt es aber erst beim nächsten Mal. Wobei wir ja theoretisch und chronologisch vorzugehen. Wo sind wir gerade? Da. Dann gehen wir erstmal dahin. Aber all das erst beim nächsten Mal, Leute. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal hier mit The Witcher 3 Wild Hunt und sage bis dann hier mit dem zweiten von 3 Schreinen. Bis dann, Leute.